Guten Abend, ich melde mich wieder zurück aus meiner Verschollenheit, aus meiner was auch immer, Digga. Lange ist es her. Ich glaube, das letzte Video war Anfang FIFA 22, ein Pack-Opening. Und dann kam einfach nichts mehr. Man hat sich halt auf andere Dinge fokussiert. Ein bisschen YouTube. Sag euch ehrlich, ich hatte gar keinen Bock mehr auf FIFA oder beziehungsweise FIFA-Videos zu machen. Generell YouTube, jeden Tag 3-4 Stunden schneiden, hochladen, nebenbei noch arbeiten, 9 Stunden am Tag. Man hat auch andere Sachen zu tun gehabt, deswegen hat man sich einfach auf das Wesentliche konzentriert und erstmal YouTube beiseite gelassen. Ich denke mal auch, dass dieses Video hier das Video sein wird und dann auch wieder ein paar Monate nichts kommen wird. Aber wir schauen einfach, wie sich das entwickelt. Ja, heute ist der Tag der Tage. Ich warte locker 3-4 Jahre auf diesen Tag. Ägypten spielt gegen Senegal, Afrika Cup. Was für Afrika Cup? Die haben uns am Afrika Cup gewonnen. WM-Quali, Ägypten gegen Senegal, meine Freunde. Ja, Hinspiel bei uns in Kairo, 80.000 Fans. Ich freue mich unnormal. Ich glaube, das ist das erste Spiel seit dem Afrika Cup 2019, wo wieder so viele Fans mit dabei sein werden. Deswegen umso gespannter bin ich. Ihr wisst doch bestimmt, dass Senegal uns vor anderthalb Monaten im Afrika Cup Finale besiegt hat im Elferschießen. Da haben wir kein gutes Spiel gemacht. Ich bin aber heute sehr optimistisch. Die Spieler sind alle in Form, also Salah, Trezeguet, Marmoush, Mustafa Mohamed, 2 Vorlagen gegen Besiktas. Ich bin optimistisch, Digga. Ich nehme euch, wie gesagt, heute mit ins Stadion. Wird auf jeden Fall eine hoffentlich schöne Angelegenheit. Ich fahre jetzt auch gerade nach Hause und ich melde mich dann, glaube ich, wieder, wenn ich am Stadion stehe. Bis später. Auf dem Weg ins Stadion. Ich sitze auf dem Motorrad. Ob es glaubt oder nicht, ich bin einfach auf der Straße und es ist so stockdunkel. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Oder kurze Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich einfach Dings, ich bin bei einem falschen Gate ausgestiegen. Die Kollegen, die Tickets haben, sind auf der anderen Seite vom Stadion. Weil jetzt wird erstmal 3 Kilometer um das ganze Stadion hier laufen. Angekommen, ich bin gleich im Stadion. Da ist das Stadion, Digga. Da ist das Stadion, wir gehen jetzt rein, sehen Salah und Mané. Ich glaube, das 4. Mal, dass Salah spielen sie live. Bismillah. Wir sind da. Wir sind da. Wow. Das ist einfach wild, wie das hier aussieht. Ihr seht das hier, 80.000 Fans. Ich war seit locker 2 Jahren nicht mehr in einem Fußballspiel. Unsere Keeper, ja Salame! Ich sag's mal so, für afrikanische Verhältnisse ist das schon europäisch. So. Wir sind da. Wir sind da. Da ist Mo. Da ist er, der Mo. Da ist der Mo. Digga, das wird ein Spiel, meine Damen und Herren. Aufstellung Ägypten geht los. Während die Spieler noch drauf sind, habt ihr das schon mal gesehen, Digga? Ich verstehe es nicht, Digga. Let's go. Nummer 1.
könnt euch ein bisschen Torschusstraining bei Ägypten anschauen. Ich schwöre auf alles. Absichtlich sitzen. Guess. Ich sage, wir gewinnen 2-0. 2-0. 1-0. Für wen? Yeah? Für wen? Ägypten. Ägypten? 1-0 Ägypten. 1-0? 100%? 3 Jahre gewartet auf das. 3 Jahre. Let's go, Digga. Let's go. Bring was nach Hause. Oh mein Gott. 4. Minute. 4. Minute. Ja!
Kapela, mein Herz. Mein Herz rast so schlimm. Ich kann keine Feingesänge, aber Salah hat's gemacht, Digga. Salah hat's gemacht. Wir haben noch nicht angefangen, mein Bruder. Let's go. Vierte Minute 1-0. Mo. Mo, Mo, Mo. Ey, da du Lappenkrise geht, Digga. Du Lappen, Alter. Halbzeit! Wieso eine Analyse? Analyse? Wieso? Weil wir Analyse machen. Mäßig, okay. Was sagst du zum Spiel? Das Spiel? Ja. Wir spielen voll gut. Wir spielen voll gut? Wir spielen voll gut. Senegal ist wirklich stark. Wir sind nicht so stark, unsere Fähigkeiten sind nicht so gut. Unsere Spieler im Vergleich zu jedem Spieler sind nicht so gut. Wir verstehen, wer wir sind, wie stark wir sind. Und wir machen ein gutes Spiel bis jetzt. Ich finde auch, wir brauchen auf jeden Fall einen offensiven Achter. Aber solange da kein Offensiver kommt, wir spielen einfach mit drei Sechsern im Mittelfeld. Al-Nini ist ein Sechser, Soleil ist ein Sechser, Fatih ist ein Sechser. Was hältst du von Trezeguet? Trezeguet ist für mich bisher der beste Mann des Spiels. Du Lappen-Trezeguet, Digga. Du Lappen, Alter. Was, Bruder? Salah hat zwar das Tor gemacht, aber ja. Trezeguet ist der beste Mann des Spiels. Salah spielt nach hinten, kommt nach vorne. Mustafa Mohamed, Grüße gehen raus an alle Galatasaray-Fans. Ihr größte Missgebot, Digga. Er spielt so eine Scheiße zusammen, das ist wirklich nicht mehr zu glauben. Du spielst auch zu Hause, du hast ja immer noch das Rückspiel in Senegal. Es wäre wirklich geil, wenn wir 2-0 gewinnen. Ja, wenn wir 2-0 gewinnen, wäre einfach perfekt. Wäre mein Tipp und wäre auch der Tipp von der anderen. 2-0 wäre wirklich... Aber 1-0 ist auch nicht schlecht. 1-0 ist dein Tipp. Ja, stimmt. Ja, wir sehen einmal, wie die zweite Halbzeit läuft und wir hören uns danach im Spiel wieder. Back in der 68. Minute, die spielt absolut Müll. Senegal kickt gerade unser Leben. Wir haben eine Ecke. Ey, oh mein Gott. Mustafa, endlich raus. Du Elender, Digga. Na egal, hast gekämpft. Marmoush, Digga. Marmoush ist es, Digga. Scheiße, was passiert da? Oh nein, Bruder. Oh nein. Bismillah. Yalla ya Rab, yalla ya Rab, yalla Salah, mach was, heb nicht deine Hand, Digga, mach was. Yalla. Oh mein Gott, ey, sowas kannst du doch nicht liegen lassen, Bruder, scheiße. Wir sind in der 85. Minute, nächste Ecke, ya Rab. Videobeweis? Gibt es das? War? Nenni, Mann! Oh, wir sind in der Nachspielzeit. Senegal hat nochmal einen gefährlichen Freistoß, Digga. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ja.
Bruder, pfeif jetzt ab. Pfeif ab, pfeif ab, pfeif ab. Ja! Alhamdulillah, die erste Hürde ist geschafft, Digga. Erste Hürde ist geschafft. Nur noch das Rückspiel am Dienstag. Männer, ihr seid einfach Männer, Bruder. Danke, Mané, dass ich dich zum ersten Mal sehen durfte. Du warst krass, Bruder, du hast geknallt. Und du wirst es doch am Dienstag wieder knallen, aber ja, sie haben gewonnen. Leute, auf euch, ihr seid wahre Männer, Digga. Ihr seid die wahren Männer, Digga. Danke dir, Bro. Danke dir, Bro. Du bist der wahre, Digga. Du bist einfach der wahre, Digga. So, wir sind raus aus dem Stadion. Ich warte jetzt wieder auf mein Motorrad. Es ist ein glücklicher Sieg, aber Sieg ist Sieg. Jetzt haben wir noch das Rückspiel am Dienstag. Das werde ich dann wahrscheinlich vom Café aus verfolgen. Ich hoffe nicht von zu Hause. Was sagst du zum Spiel? Nächstes Spiel wird wirklich stark sein, wird sehr schwer sein. Aber ich hoffe, dass wir das nächste Spiel irgendwie schaffen und dann zur Weltmeisterschaft. Das war das letzte Wort, das Wort zum Sonntag. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, erster Stadion-Vlog, lasst gerne ein Like da. Dann werden wir wahrscheinlich noch einen Vlog am Dienstag machen, weil wir heute gewonnen haben. Hätten wir heute 3-0 verloren, dann wäre dieser Vlog wahrscheinlich mal online gekommen. Aber wir haben gewonnen. Wir hoffen, dass wir das Dienstag auch machen. Wie gesagt, lasst gerne ein Like da, kommentiert irgendwas. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns am Dienstag wieder. Santos ist auch aus. Ja, ciao, amigos.